fast schon unscheinbar, erdrückt vom Schatten des Turms der gerade im Wiederaufbau befindlichen Garnisonkirche, klebt an drei Sockelseiten des ehemaligen Rechenzentrums in Potsdam Fritz Eisels Mosaik »Der Mensch bezwingt den Kosmos«. In 18 Bildfeldern symbolisiert das Mosaik den technischen Fortschritt des sozialistischen Realismus. Wichtige Ereignisse, die in die Geschichte der Menschheit eingegangen sind, wie Juri Gagarin, den ersten Mensch im Weltall, findet man dort genauso wie die utopische Träumerei eines aufstrebenden und ewig siegenden Sozialismus mit nicht enden wollendem Wohlstand für alle. Letztendlich propagandistische Fragmente seiner Zeit, die heute erscheinen wie Knochen von ausgestorbenen Dinosauriern. Auch wenn das Mosaik politisch behaftet ist, bleibt es nicht allein auf dieser Welt, reiht sich ein in unzählige Werke von Bildhauern und Malern auf der ganzen Welt. Es bleibt trotz allem Kunst und die Sichtbarkeit eines Künstlers über kleine, farbige Mosaiksteine. Wie es nun weitergeht mit dem unter Denkmalschutz gestellten Kunstwerk, weiß noch niemand. Es wäre schön, das Mosaik bliebe als Zeugnis seiner Zeit und Teil eines der bekanntesten Künstler eines Potsdamers für die folgenden Generationen für eine geschichtliche Aufarbeitung und Vermittlung von Kunst im öffentlichen Raum der damaligen Zeit erhalten.